Hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe für das Jahr 2013 vom KMK-Magazin hier auf Baden-TV mit allen Infos rund um die Messen und Kongresse der Karlsruher Messe und Kongress GmbH. Den Jahresauftakt bei den Publikumsmessen der KMK machen traditionell die Karlsruher Hochzeitstage die Nummer 1 in Baden. Ob Traumhochzeit, Familienfest oder Jubiläum, nehmen Sie sich Zeit für bewegende und unvergessliche Momente und die neuesten Trends rund ums Feiern. Am 18. und 19. Januar wird sich das Kongresszentrum Karlsruhe in feierlichem Ambiente präsentieren. Inspirationen für das nächste große Familienfest gibt es auf den Karlsruher Hochzeits- und Festtagen zuhauf. Bei Hochzeiten, Geburtstagen oder sonstigen Feierlichkeiten. Ein wichtiges Detail darf niemals fehlen: die Blumen. Der Fachverband Deutscher Floristen präsentiert auf den Karlsruher Hochzeits- und Festtagen zahlreiche Sonderschauen. Ich als Verbandsvorsitzender hier in Karlsruhe habe hier Kollegen eingeladen, wo da mitmachen. Und wir machen zur Jubiläumshochzeiten: Diamantene, Goldene, Silberne. Die Petersilienhochzeit gibt es ja auch. Nach 7,5 Jahren ist die Petersilienhochzeit. Und da decken wir die Tische einfach speziell dazu ein. Eine spezielle Tischdekoration anzufertigen, ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Denn jedes Gesteck muss individuell angepasst werden. Wir besprechen sowas mit meinen Leuten. Sie geben die Vorlagen. Was ich als ein Lieblingsblumen habe, zum Beispiel rote Rosen, der andere will orangefarbene Rosen, der andere will rosane Rosen. Einfach das, was einem selber gefällt, das will man auch bei der Brautstraße haben oder bei der Hochzeit haben. Und da geben wir einfach Mühe und da funktioniert es meistens. Die Experten von Blumendürr präsentieren ihren Vorgeschmack auf die Messe in der Villa Hammerschmiede. Auch dort setzt man auf die Hochzeits- und Festtage. Die Villa Hammerschmiede gibt es jetzt seit 21 Jahren. Und wir waren eigentlich fast von Anfang an dabei bei den Karlsruher Hochzeitsmesse, jetzt heißt es ja Karlsruher Hochzeits- und Festtage. Und es war für uns auch immer ein riesengroßer Erfolg. Wir haben immer einen sehr, sehr schönen Stand, der auch auffällt, der sehr edel ist und ein Anziehungspunkt für die Gäste ist. Ein Anziehungspunkt ist auch die Blumenkunst von Rudi Dürr. Auch er muss sich immer wieder neu erfinden, um im Trend zu bleiben. Es geht einfach nach dem Zeitgeschmack. Und momentan, der Zeitgeschmack ist einfach so vielseitig und so abwechslungsreich, dass man gar nicht vom Trend mehr reden kann. Festlich präsentiert sich auch das Trauzimmer der Villa Hammerschmiede. Dort können Paare ganz exklusiv den Bund der Ehe schließen. Wir bieten einmal als Alleinstellungsmerkmal, kann man sagen, standesamtliche Trauungen bei uns im Haus an. Und zwar ist es das Standesamt Pfinstal, da können die Brautpaare anfragen und ihr Aufgebot bestellen und kommen dann zu uns und haben dann in den wunderschönen Salons in der Villa, im Kaminzimmer oder im Musikzimmer, dann ihre standesamtliche Trauung. Wer ein solch großes Familienfest plant, sollte sich frühzeitig um eine Reservierung kümmern, auch wenn mit ein bisschen Glück mal kurzfristig ein Termin frei sein kann. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass gerade Anfang des Jahres sind ja die ganzen Hochzeitsmessen in der Region und dann geht es recht schnell, dass die Samstagstermine auch ausgebucht sind. Aber es gibt auch immer wieder Absagen aus verschiedenen Gründen. Also man kann es auch noch probieren, wenn man sich im Juni überlegt, im September zu heiraten zu möchten, kann man also auch relativ kurzfristig noch anfragen. Terminstress kennt man auch bei Blumendürr. Wir müssen sehr, sehr flexibel sein. Wir können also zum Beispiel, wenn Sie jetzt zum Beispiel um die Jahreszeit sagen, Sie wollen Maiblumen von uns haben, dann bekommen Sie Maiblumen von uns. Sie sind natürlich nicht ganz so preiswert wie normale Gänseblümchen oder sowas, aber es ist machbar. Wir bekommen fast alles zu jeder Jahreszeit. Und wer noch keine genauen Vorstellungen hat, dem helfen die Blumenexperten gerne persönlich. Am besten kommen Sie zu unserem Stand, schauen sich die Blumen an, dann wir haben Bücher da, wir haben Bilder da, Sie haben vielleicht eigene Ideen dabei.
präsentieren die eigenen Ideen uns und dann machen wir aus ihren Ideen machen wir eine tolle Dekoration. Die Karlsruher Hochzeits- und Festtage 2014, der feierliche Start in das neue Messejahr. Von der Publikumsmesse zu einer der erfolgreichsten Fachmessen am Standort Karlsruhe, über 20 Jahre Kompetenz in Sachen Content und IT und über 2900 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit Ausstellern aus 12 Ländern kommen auf der LearnTech zusammen und machen sie zur internationalen Fachmesse und Kongress für Lernen mit IT. Lernen im Jahr 2013. Die Schüler stecken ihre Nasen nicht unbedingt mehr in Bücher, sondern auch gerne mal in ihr Tablet. Das mediengestützte Lernen, wie es von Experten genannt wird, erobert immer mehr die Klassensäle. Und die LearnTech hat natürlich viele Themen, die aus den Megatrends im Moment sich ergeben. Einer der großen Megatrends ist das mobile Lernen. Ich weiß nicht, ob Sie schon stolze Besitzerin eines Smartphones sind. Das ist in der Tat inzwischen der Trend. Jeder hat sein Smartphone, ist ständig online und möchte natürlich auch alle Informationen, und dazu gehört auch das Lernen, über das Smartphone in irgendeiner Weise abrufen können. Das heißt also, wir haben immer wieder Trends, die längerfristig sich etablieren, wie etwa das mobile Lernen oder das Game-Based Learning, sogenannte Serious Games, sind ganz wichtig im Moment in der Industrie. Auch in diesem Jahr präsentiert sich die LearnTech also wieder am Puls der Zeit. Über 200 Aussteller aus 12 Nationen, zahlreiche Fachvorträge und über 6000 Besucher im vergangenen Jahr machen die LearnTech zu einer der erfolgreichsten Fachmessen im Kalender. Auch im Februar gibt es wieder jede Menge Neues zu entdecken. Das Smartphone hört schon auf Ihre Stimme. Sie kennen vielleicht die Wii oder die Kinect. Das sind also innovative Methoden, mit dem Computer zu kommunizieren. Das ist neu auf der LearnTech. Wir haben natürlich auch wieder Themen aufgegriffen, die ein bisschen abseits sind, wie etwa, wie lernen wir überhaupt? Was ist die Neurophysiologie des Lernens? Wie müssen wir Lernen in der Schule vorantreiben? Schule ist ein ganz wichtiges neues Thema der LearnTech 2014. Das nehmen wir das zum ersten Mal so ganz richtig auf. Das heißt also, wir sind eigentlich eine Mischung aus Traditionsveranstaltungen, die die Trends immer weiter verfolgt und auch langfristig aufrechterhält, und versuchen trotzdem in diese Mischung auch dann immer wieder neue innovative Elemente hineinzubringen. School at LearnTech heißt die neue Sonderfläche auf der Messe. Dort legen die Aussteller den Fokus auf moderne Lernarrangements. Beratend stand der LearnTech dabei das Schulamt des Regierungspräsidiums zur Seite. Wir waren halt mit in den Planungen für das Programm beteiligt. Wir haben uns zweimal getroffen und Ideen ausgetauscht. Von unserer Seite her haben wir natürlich in erster Linie so die Probleme unserer Schulen aufgezeigt in der Richtung und damit das Programm natürlich mit gestaltet. Insbesondere haben wir natürlich vom beruflichen Bereich auch einige Referenten empfohlen, die auch dann auf der Messe in dieser School at LearnTech aktiv sein werden. Die traditionellen Unterrichtsformen, allmählich werden sie weniger. Immer häufiger setzen die Pädagogen auf den Umgang mit modernen Medien und bauen sie im Unterricht ein. Wie könnte Schule in 20 Jahren wohl aussehen? Also ich stelle mir dann vor, dass erstmal die Schüler keine dicken Bücher mehr mitschleppen müssen. Sie haben ein digitales Lehrbuch dabei. Sie sitzen mit einem Tablet-PC. Dass Schüler mehr, wie soll ich sagen, selbstständiger arbeiten, weil das ist so eine wichtige Variante, dass individuelles Lernen mit neuen Medien natürlich sehr stark unterstützt werden kann. Ein Lehrer, der möchte, dass er möglichst viele Niveaus in der Klasse erreicht, der braucht ja auch einen Aufgabenpool. Und da sind gerade die neuen Medien eine Möglichkeit, diesen Aufgabenpool zu liefern. Dennoch warnt auch der Experte, nur noch am Tablet arbeiten geht natürlich nicht. Die Mischung macht's. Wenn ich das jetzt auf die Zukunft sehe, das ist halt, wird es einen Mix geben aus dem, was bisher in den Schulen integriert ist, also Arbeiten mit analogen Medien und aber multimedial, sodass beides, sagen wir so, im gleichen Mix in der Schule vorhanden ist und im Unterricht. Die LearnTech zeigt aber nicht nur, wie man das Tablet sinnvoll in den Unterricht integriert. Die Messe präsentiert auch zahlreiche Neuheiten auf dem Feld des interaktiven Lernens, wie beispielsweise den 3D-Cyber-Classroom.
Das sind virtuelle Welten, in denen sich etwa Lernende, und das können durchaus Schüler sein, tatsächlich in Form von Avataren etwa mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen in einer Simulation oder wo sie auch einfach nur Simulationen anschauen können. Das heißt also tatsächlich dann dreidimensional, natürlich nicht dreidimensional zum Anfassen, soweit sind wir noch nicht, dass wir ein Holodeck wie im Raumschiff Enterprise hätten, aber doch dreidimensional, dass man es zumindest sehen kann mit den entsprechenden Brillen. Das ist also sowas wie, naja, 3D-Fernseher, aber jetzt für Schule. Und das macht es natürlich auch etwas spannender dann. Ein weiteres Angebot sind die MOOCs, die Massive Open Online Courses. Tausende Teilnehmer aus der ganzen Welt sollen hier gemeinsam lernen und danach eigene Lösungswege erarbeiten. Darunter versteht man freie Bildungsressourcen, das heißt also Kurse, die man Menschen zur Verfügung stellt, aus welchen Gründen auch immer, sodass sie damit etwas lernen können und die so stark nachgefragt werden, dass Hunderte, Tausende, Zehntausende von Menschen dann tatsächlich auch daran teilnehmen. Zukunft lernen, so präsentiert sich die LearnTech 2014. Vom 4. bis 6. Februar öffnet die wohl wichtigste internationale Plattform für IT-gestütztes Lernen ihre Pforten. Übrigens, erstmals wird parallel zur LearnTech die CloudZone durchgeführt, die erste und einzige branchenübergreifende IT-Messe in Deutschland, die sich ausschließlich mit dem Thema Cloud Computing beschäftigt. Sie weist mit Abstand die meisten Besucher vor. 2000 Besucher treffen auf rund 80 Aussteller zum Thema Cloud Computing. Alle Informationen über Messen und Kongresse der KMK auf messe-karlsruhe.de. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ihnen einen schönen Jahreswechsel und bis zum Jahr 2014 auf dem Gelände der Karlsruher Messe und Kongress GmbH. Bis dahin, auf Wiedersehen.